Hallo liebe DSC-Fans. Hi. Wir haben es geschafft. Wir sind Deutscher Meister 2021 und diese Goldmedaille hängt endlich um unseren Hals. Was für eine Nervenschlacht. Wir möchten ganz, ganz lieben Dank aussprechen an euch für euer Durchhaltevermögen außerhalb der Halle. Danke für eure Unterstützung aus der Ferne. Und danke für eure Motivation und Unterstützung über die DSC-App und über Social Media. Vielen, vielen Dank. Wir haben immer gespürt, dass ihr bei uns seid. Ihr seid klasse. Jenny, wie ist dein Eindruck der Saison 2021? Ja, es ist total verrückt, dass es schon irgendwie wieder vorbei ist und die Playoff-Serie war irgendwie so lang und irgendwie dann doch wieder so kurz, aber wir haben es geschafft, wir haben uns echt belohnt und ich finde, wir haben es echt verdient, weil wir haben so hart dafür trainiert und gekämpft und daran geglaubt. Wir haben uns super, super schnell gefunden, es war richtig lustig, wir hatten richtig viel Spaß. Ja. Und ja, natürlich, wenn man gewinnt, macht vieles, vieles mehr Spaß, aber ich glaube, wir haben uns diese Goldmedaille echt verdient und ja. Ja, es war einfach überragend und wir sind immer noch überwältigt. Leni, was war dein prägendster Moment in dieser Saison? Ganz klar, als gestern der letzte Ball gefallen ist. Nach wieder einem umkämpften Spiel bis zum letzten Punkt. Das hat wirklich so Spaß gemacht, die Finalserie zu spielen, auch wenn es viele Nerven gekostet hat. Wir wissen, euch hat es viele Nerven gekostet, aber glaubt uns, auch unser Spielfeld hat es viele Nerven gekostet. Und es war einfach ein wunderschöner Moment gestern, diese Meisterschaft hier zu gewinnen. Auch wir sind mit jedem Satz und mit jedem Ball älter geworden. Was ist das Besondere für dich an unserer Mannschaft? Ja, wir hatten eigentlich eine perfekte Mischung, wir hatten die perfekten Charaktere. Also wir beide plus Lenki haben da echt so ein bisschen gepusht. Maya hat ihre Peitsche da rausgeholt und die Jungen sind so mit uns gegangen und jeder hatte die richtige Einstellung. Ja. Es war echt wirklich die perfekte Mischung und es hat so viel Spaß gemacht. Ja, das sage ich auch, das ist einfach die Saison war mit der meisten Spielfreude, die ich hier gespielt habe. Ja. Und die Charaktere haben sich so optimal ergänzt und was auch uns alle vereint hat, war, dass wir alle so ehrgeizig waren und jedes Training wirklich versucht haben, alles zu geben und das ist ja sehr besonders. Wir wollten einfach gewinnen und ich glaube, das zeichnet halt auch dann so einen Meister aus. Ne? Ja. Worauf bist du besonders stolz auf unsere Mannschaft? Das haben wir gerade schon vorweggenommen so ein bisschen, aber ich glaube einfach eben, dass wir wirklich um jeden Ball gekämpft haben, diese ganze Finalserie über die ganze Saison hinweg. Haben uns das erarbeitet, trotzdem ein bisschen schwierigen Start in die Saison, wussten von Anfang an, wie viel Potenzial in uns steckt und manchmal muss man das Potenzial ein bisschen länger rauskitzeln. Und als wir es dann geschafft haben, hat es ja super Spaß gemacht einfach nur und ich bin stolz, dass jede Spielerin ihren Beitrag dazu geleistet hat, dass wir diese Medaille heute umhängen haben und ja, einfach stolz auf jede Einzelne, was sie beigesteuert hat. Wie würdest du den DSC in einem Satz beschreiben? Das ist schwierig. Also, die DSC-Familie arbeitet zielorientiert immer zum Erfolg und immer mit dem nötigen Spaß und Ehrgeiz. Ja. Top! Wenn ihr eine andere Idee habt, könnt ihr es gerne uns wissen lassen, was euer Satz ist, um das DSC-Team zu beschreiben. Wie verbringst du die letzten Tage und Stunden vor einer Saison? Also gestern haben wir natürlich noch unseren Titel gefeiert, hier in der Halle. Aufgrund von Corona gab es keine anderen Möglichkeiten, aber es war sehr intim und schön, hat richtig Spaß gemacht. Wir haben uns die Müdigkeit noch ein bisschen aus den Beinen getanzt, was noch da war. Und ja, heute nochmal einen schönen Abschluss hier gehabt und dann trennen sich die Wege schnell. Es geht ruckzuck weiter, ein paar Tage nach Hause, Energie tanken nach dieser nervenaufreibenden Zeit und dann geht es schon wieder für uns beide zur nächsten Highlight zur Nationalmannschaft. Was nimmst du für dich aus dieser Saison mit? Also wenn ich wirklich was gelernt habe diese Saison, dann ist es wirklich, man sollte echt an sich selber glauben. Und wirklich nie aufgeben bis zum letzten Punkt, aus der Komfortzone raus und Gas geben und Spaß haben. Und einfach so spielen, als würde man es nie mehr bereuen. Ja, ja, perfekt. Ja. Manchmal sagt sich's leichter als getan, aber das ist auf jeden Fall der Schlüssel zum Erfolg und auch zum Spaß am Volleyball. Wie schon oft betont, haben wir auch dieses Jahr ohne Fans gespielt und es war super komisch. Wir haben auch am Anfang ein bisschen gebraucht, um unseren Rhythmus zu finden, aber gab es irgendwie was Besonderes? Trotzdem hattest du einen besonderen Moment oder einen coolen Austausch mit einem DSC-Fan oder hat dich irgendwas besonders berührt dieses Jahr? Mich hat besonders berührt, wie viele Leute trotzdem bei uns waren. Ganz viel über Social Media ist heutzutage ja wirklich toll, dass man sich da so austauschen kann und wir auch dafür bekannt sind, dass wir recht nahbare Sportler sind und da auch im Austausch stehen. Das war immer wieder schön.
und dann trotzdem auch die Begegnungen, sei es in meinem Hausflur, meine Nachbarn, die mit gefiebert haben, oder auf der Straße, wenn ich das Leute einen ansprechen. Ja, im Supermarkt. Im Supermarkt oder beim Einparken. Das macht Spaß, auch so mitzubekommen, okay, wie viele Leute wirklich das hier verfolgen in Dresden. Das ist, glaube ich, wirklich besonders für so eine große Stadt auch. Ja. Also das war auf jeden Fall besonders. Und wie immer im Leben, wenn man es nicht hat, dann weiß man erst, was einem fehlt. Ja. Und das ist halt mit den Fans genauso. Es war ganz, ganz komisch, diese Saison so zu spielen. Man hat sich zwar daran gewöhnt, aber ich hoffe sehr, dass es demnächst endlich wieder mit vollen Hallen passiert, damit wir auch unsere Freuden-Emotionen mit euch allen teilen können und ihr daran teilhaben könnt. Vor allem gestern, als wir dann aufs Podest hoch sind, da hat man dann schon ein bisschen gemerkt, dass die DSC-Fans echt gefehlt haben. Auch wenn einige vor der Halle waren, wir haben das echt alles wahrgenommen. Es ist super, super cool und wir hoffen und drücken echt die Daumen, dass wir nächste Saison mit euch hier wieder gemeinsam in der Halle stehen. Wusstest du, dass es für die Dauerkartensitzer eine Überraschung gibt zum Saisonende? Nein, davon habe ich noch nichts gehört. Hast du einen Tipp? Es besteht aus mehreren Teilen und es ist zum Aufhängen. Was das wohl ist? Was denkst du, wenn du dieses Bild siehst? Wille, Comeback. Du? Auf jeden Fall. Also der reinste Wahnsinn. Absoluter Kampfgeist, Emotion und wirklich Kampf bis zum Umfallen. Ja. Total verrückt. Jenny, auf was freust du dich besonders nach dieser Saison? Ja, ich freue mich erstmal darauf, vielleicht ein bisschen abschalten zu können. Da müssen wir mal gucken, wie viel Zeit wir so haben. Definitiv freue ich mich auf meine Familie, die ich jetzt schon seit 8 Monaten nicht mehr gesehen habe. Auch alles durch Corona geschuldet, aber die Vorfreude ist riesig und bald ist es soweit. Und einfach mal abschalten, auf dem Balkon sitzen. Ich hoffe, dass die Sonne rauskommt und ja, einfach mal runterfahren. Und du, Leni? Genau das Gleiche, auch Kraft tanken bei der Familie, unbedingt ein bisschen raus in die Natur, ein paar Tiere um mich haben, einfach diese Energie, die man jetzt die letzten Wochen gelassen hat, für unser großes Ziel wieder ein bisschen auftanken, bevor es dann Schlag auf Schlag weitergeht für uns. Und weißt du schon, wie du den Sommer verbringst? Mit dir, Jenny! Mit mir, Mensch! Ja. Wie konnte ich das wohl vergessen? Ja, vermutlich in der einen oder anderen Bubble mit Nationalmannschaft, in ja, den Trainingshallen. Schon ein ordentliches Programm noch vor uns. Ja. Aber jetzt haben wir ja schon hier unser eingespieltes Duo. Ja. Das können wir gleich so weitermachen. Wir sind eingespielt. Danke für diese geniale Saison mit euch. Die Unterstützung, die ihr uns immer zukommen habt lassen. Und wir wünschen euch einen tollen Sommer. Und wir hoffen natürlich, dass wir euch nächstes Jahr wiedersehen. Ein ganz, ganz großes Dankeschön geht an euch. Und ganz, ganz liebe Grüße schicken eure deutschen Meister. Tschüssi. Ciao.